Hallo Leute, Bratlauge hier. Soeben wurde sowohl ein neues Feature-Video als auch ein Entwicklertagebuch zu den Straßenbaufunktionen in City Skylines 2 veröffentlicht. In diesem Video zeige ich euch, welche neuen Funktionen euch in City Skylines 2 erwarten und welche Mods aus dem ersten Teil es geschafft haben, als vollwertige Funktionen ins Spiel zurückzukehren. Bis zu dem Release von City Skylines 2 im Oktober wird es außerdem jede Woche neue Informationen zu den Funktionen von City Skylines 2 geben. Und das werde ich mir auch Woche für Woche im Detail anschauen. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abonnement für diesen Kanal da. City Skylines 2 wird aber natürlich auch nach Release des Spiels auf diesem Kanal ein großer Content-Punkt bleiben. Und damit würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit dem Entwicklertagebuch und ich werde euch anhand von Szenen im Funktionstrailer zeigen, welche neuen Werkzeuge und Tools uns in City Skylines 2 zur Verfügung stehen, wenn es um den Straßenbau geht. Die erste neue Funktion, die vorgestellt wird, dürfte einigen von euch bekannt vorkommen, denn es geht hier um den Rastermodus, den man in ähnlicher Form auch schon in SimCities 4 gesehen hat. Mit nur 3 Klicks kann man mit dem Rastermodus ein ganzes Viertel einfach aus dem Boden stampfen. Das nächste neue Tool ist das Ersetzen-Tool. Dieses ändert der alten Upgrade-Funktion, ist allerdings noch einmal ein bisschen vielfältiger und vor allem auch einfacher in der Benutzung. Damit lässt sich je nach Straßentyp nicht nur Gras, Bäume, sondern auch Gehwege oder zum Beispiel Schallschutzwände hinzufügen. Weiter geht es mit dem Parallelmodus. Das Paralleltool hatte man ja auch schon im ersten Gameplay-Trailer gesehen, als diese wunderschöne Brücke platziert wurde. Damit lassen sich nun so einfach wie noch nie Straßen perfekt nebeneinander platzieren. Das nächste Tool ist das Snapping-Tool. Mit diesem lassen sich auf sehr einfache Art und Weise Straßen an bestehende Strukturen anpassen. So kann man diese zum Beispiel dann an Gebäude, an Raster oder auch bestimmte andere Fixpunkte anbinden. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich neuen Möglichkeiten für den Straßenbau. Das Erstellen von Kreuzungen soll nun so einfach wie noch nie möglich sein. Wie wir bereits im ersten Gameplay-Trailer sehen konnten, funktioniert das Ganze auf sehr, sehr einfache Art und Weise, indem man eine Straße einfach über eine andere hinüber platzieren lässt und schon entsteht automatisch eine Kreuzung. Doch auch beim Platzieren von großen Autobahnkreuzungen soll das Ganze jetzt sehr viel einfacher werden und auch hier hat man das Gefühl, dass die ein oder andere Mod aus dem ersten Teil ihren Weg ins Hauptspiel gefunden hat. Das nächste Tool ist ein absolutes Highlight für mich, denn mit diesem wird man nicht nur Hochstraßen platzieren können, sondern auch Cut-and-Fill-Straßen, wie man hier auf der rechten Seite sieht. Und damit wird man einfacher denn je schwieriges Terrain oder platztechnisch herausfordernde Ecken lösen können. Eine weitere Neuerung sind Beschleunigungs- und Verzögerungsspuren für Autobahnen. Damit werden Autobahnauf- und Abfahrten nochmal sehr viel realistischer und natürlich auch sehr viel schöner. Kommen wir damit zum nächsten Punkt, nämlich zu Straßen und Kreuzungen. Die Straßen sind zunächst wie bekannt unterteilt in kleine, mittlere und große Straßen und Autobahnen. Statt jetzt allerdings wie im ersten Teil bei jeder Straßenvariation Dutzende Optionen zu haben, wird das Ganze etwas verschlankt, denn die ganzen besonderen Optionen wie das Begrünen der Straße oder noch bestimmte weitere Eigenschaften wie Einbahnstraßen oder auch Two-Way-Roads, das Ganze wird alles ausgelagert auf das Ersetzen-Tool. Damit wird das Straßenmenü erstmal sehr viel übersichtlicher und man weiß dann eben auch ganz genau, mit welchem Tool man welche Eigenschaften auf seine Straße packen kann. Und auch Busspuren lassen sich bauen oder auch Spuren für Servicefahrzeuge, um den Verkehr eben fließen zu lassen. Ein weiteres absolutes Highlight sind die neuen Fußgängerzonen, Fußgängerwege und auch Fußgängerbrücken. Ganz ohne Mods und DLCs wird nämlich das Fußgängersystem von Anfang an im Grundspiel enthalten sein. Ob es sich in dieser Szene allerdings um eine Fußgängerautobahn handelt oder ob hier schlichtweg noch ein kleiner Bug besteht, das bleibt noch offen. Und damit kommen wir auch schon zu den Kreuzungen, die habe ich vorhin ja schon einmal angesprochen. Es gibt jetzt noch einmal ein neues Kreuzungssystem, mit dem einfachere Platzierungen möglich sind.
Das kommt mir auf jeden Fall sehr entgegen, denn im ersten Teil habe ich statt 6 Stunden an einer Autobahnkreuzung zu sitzen, mir einfach eine schöne Variante im Workshop ausgesucht. Und damit kommen wir zu einem weiteren Highlight, denn jetzt finden auch Kreisverkehre ihren Weg ins Spiel. Diese lassen nicht nur den Verkehr fließen, sondern sind auch in ihrer Konzeptionierung sehr individuell. Ich bin also sehr gespannt darauf, wie gut dieses Kreisverkehr-Tool funktionieren wird und bin sehr gespannt auf weiteres Gameplay. Und damit kommen wir zu den Parkplätzen. Auf diese Funktion hatten wir ja im ersten Teil lange gewartet. Im zweiten Teil werden Parkplätze direkt im Grundspiel vorhanden sein. Doch aufgepasst, auch hier wird der Realismus, den sich der zweite Teil auf die Fahnen geschrieben hat, Folgen haben. Denn die Bürger eurer Stadt haben unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich Zeitmanagement, Komfortniveau und auch Preisfaktor. Und mit dieser unterschiedlichen Priorisierung wird es eben noch sehr viel wichtiger sein, auf die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung zu schauen, um eben dann auch in bestimmten Regionen zum Beispiel die Nachfrage nach einem öffentlichen Verkehrsmittel zu erkennen. Eine Sache fällt mir hier gerade bei diesem Standbild noch auf, und zwar, dass die Motorräder noch alle sehr, sehr ähnlich ausschauen. Also auch wenn ich bei den Autos schon recht happy bin, hoffe ich, dass wir da noch ein bisschen mehr Vielfalt sehen werden. Die nächste Funktion wird eine absolut gigantische Auswirkung haben, und zwar die Straßenwartung. Im zweiten Teil wird man Wartungsdepots platzieren können, die Fahrzeuge entsenden, um nicht nur die Straßen in gutem Zustand zu halten, sondern auch die Wahrscheinlichkeit von Verkehrsunfällen zu verringern. Ja, richtig gehört, Verkehrsunfälle finden ihren Weg in City Skylines 2. Durch das nun vorhandene Risiko von Verkehrsunfällen wird es so nochmal wichtiger sein, realistischen Verkehrsfluss zu emulieren, und außerdem muss man natürlich auch dafür sorgen, dass man genügend Straßenwartungsdepots platziert, um eben auch die eigene Straßeninfrastruktur in einem guten Zustand zu halten. Das Straßendepot kümmert sich auch im Winter um die Räumung der Straßen und auch in allen anderen Jahreszeiten um das Räumen von Folgen von Verkehrsunfällen. Das heißt, dieses Gebäude wird ein absolutes Kernelement sein, um funktionierende Städte zu erschaffen. Und damit kommen wir noch zu den zusätzlichen Straßenoptionen. Nicht nur wird es nun im Grundspiel möglich sein, Ampeln und Zebrastreifen zu platzieren, nein, es wird auch möglich sein, Stoppschilder und Abbiegespuren einzustreuen, um den Verkehrsfluss zu optimieren. Und Straßendekorationen wie zum Beispiel Bäume werden nun auch einen praktischen Nutzen haben, denn diese werden den Lärmfaktor einer Straße reduzieren und so dazu beitragen, dass die umliegende Umgebung etwas wohnfreundlicher ist. Im selben Zug wird es dann auch möglich sein, bei Autobahnen Lärmschutzwände anzubringen, und so wird man dann eben auch die negativen Auswirkungen einer Autobahn, die mitten durch die Stadt verläuft, ein bisschen abfedern können. Außerdem wird man sich auch dafür entscheiden können, ob man entweder mehr Platz für Fußgänger schafft mit breiten Gehwegen oder das Parken am Straßenrand ermöglicht. Die erweiterten Straßenoptionen bieten so noch einmal sehr viel einfachere Möglichkeiten, um die jeweilige Straße an den jeweiligen Ort und die Bedürfnisse der Umgebung anzupassen. Das war es also mit dem Entwicklertagebuch zum Thema Straßen. Kommen wir jetzt noch zum Trailer, denn da haben sich noch einige Szenen eingeschlichen, die auch andere Aspekte des Spiels beleuchten. In diesem Standbild haben wir noch einmal eine sehr schöne Übersicht über das neue Wasser- und Abwassersystem. Nicht nur sieht man hier, wie die Wasser- und Abwasserrohre sauber unter den Straßen verlaufen, sondern es gibt hier auch zwei Begriffe, die ins Auge fallen, nämlich Water Trade und Sewage Export. Das könnte entweder ein sehr oberflächliches Feature sein oder es könnte wirklich eine Handelsdynamik mit anderen Städten oder Regionen geben. Eine weitere Sache, die mir in diesem Standbild aufgefallen ist, ist, dass es nun Grundwasser als Feature geben wird. Man wird also wahrscheinlich auch auf den Grundwasserspiegel achten müssen und dementsprechend auch die Wasserpumpen platzieren müssen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn man sein Grundwasser leer gepumpt hat, man auch eben die entsprechenden Folgen davon tragen wird. Und dann habe ich hier nochmal pausiert für den Frachthafen. Hier wird es auf jeden Fall spannend zu sehen, ob dieser auch modular aufgebaut werden kann oder wie man diesen erweitern kann. Und dann sieht man hier bei der Einfahrt von Zügen auch noch Treibstofftanks.
An der Stelle bin ich auf jeden Fall gespannt, wie detailreich der Zugpfad wird und ob man hier dann tatsächlich auch Güterzüge aktiv betanken kann. Dann sehen wir in dieser Szene auch noch einen groß angelegten Friedhof und auch hier bin ich gespannt darauf, ob man diesen modular wird erweitern können, ob man hier auch die einzelnen Wege selber ziehen kann, denn die Friedhöfe im ersten Teil fand ich gelinde gesagt überschaubar und würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn man auch hier ein bisschen individueller reingehen kann. Ja, das waren die Infos aus Trailer und Entwicklertagebuch, also jede Menge spektakulärer neue Funktionen. Und gerade was die Verkehrsunfälle angeht, bin ich da immer noch am Nachgrübeln, welche Auswirkungen das haben wird. Aber schon nächste Woche werden wir einen Einblick bekommen in die Traffic AI. Da wird es also nochmal ins Detail gehen, wenn es um den Verkehr geht. Für mich auf jeden Fall einer der absolut größten Punkte, denn das war auch eines der großen Problemgebiete im ersten Teil, das verhindert hat, dass man noch richtig groß bauen konnte. Eine Sache, die mir auf jeden Fall hier noch sehr fehlt, sind Radfahrer und Radwege. Es scheint allerdings so, als ob diese es leider nicht ins Grundspiel geschafft haben, was mich vermuten lässt, dass wir diesen Aspekt wahrscheinlich mit einem zukünftigen DLC erkunden werden. Finde ich allerdings persönlich schade, aufgrund der Hülle und Fülle im Grundspiel hätte das einfach auch noch sehr gut dazu gepasst, hat aber dann vielleicht auch einfach den Rahmen gesprengt. Das soll es dann an dieser Stelle auch schon wieder gewesen sein. Ich muss sagen, mein Hype-Meter geht mittlerweile ins absolut Unermessliche. Ich will unbedingt rein in dieses Spiel, am besten gestern. Wenn ihr also auch den detaillierten Einblick der nächsten Woche nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abonnement da und falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.